Wie schieße ich ein Aimpoint ein? Die Frage wurde uns in der letzten Zeit öfters gestellt. Also haben wir uns eine Beretta BX1 genommen und ein Aimpoint Micro H2 montiert. Wie einfach das Einschießen ist, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Living Active. Da die Drückjagdzeit begonnen hat und viele ihr Setup darauf vorbereiten, hat unser Kundenservice viele Fragen erreicht, wo es darum ging, wie ein Aimpoint richtig eingeschossen wird. Um euch das Ganze einmal in echt zu zeigen, haben wir gedacht, machen wir doch einfach ein Video daraus. Also haben wir uns eine Beretta BRX1 und ein Aimpoint Micro H2 genommen, das Ganze montiert, um eine gute Ausgangsposition zu haben. Und da nicht jeder die Beretta BX1 und das Micro H2 kennt, zeigen wir euch erstmal, mit was wir hier so arbeiten. Der Schaft bei der Beretta BX1 ist ein schwarzer, griffiger Kunststoffschaft. Die Schaftlänge beträgt 365 mm und ist für viele Schützen geeignet. Sollte das jedoch nicht so sein, kann der Schaft aber auch verlängert werden. Dazu verwendet man einfach die im Zubehör erhältlichen Einlagen. Auch unterschiedliche Griffeinlagen, um den Winkel des Pistolengriffs individuell zu bestimmen, sind im Zubehör vorhanden. Als Sicherung ist eine Dreistellungssicherung verbaut, die stark an einen Handspann erinnert, allerdings keiner ist. Die Sicherung ist ergonomisch angebracht und lässt sich gut bedienen. In der untersten Stellung ist die Waffe gesichert, sperrt die Kammer und verhindert dadurch ein ungewolltes Öffnen. In der Mitte ist die Waffe gesichert und kann entladen werden. In der obersten Position, gekennzeichnet mit einem roten Punkt, ist die Waffe schussbereit. Das Magazin ist ein doppelreihiges, orangenes Kunststoffmagazin. Dies hat eine Kapazität bei den Standard- und Magnum-Kalibern von 5 Schuss. Die Beretta gibt es in den Standardkalibern 308 und 3006 mit den Lauflängen 51 und 56 cm. Beim Kaliber 300 Winmag beträgt die Lauflänge 62 cm. Der Repetiervorgang läuft ohne zu hakeln und das Repetieren gestaltet sich problemlos. Der große Vorteil der BRX1 liegt darin, dass werkzeuglos der Kammerstängel von rechts nach links getauscht werden kann, wodurch sie sich für Links- und Rechtsschützen eignet. Auch der Verschlusskopf kann so eingesetzt werden, dass die Hülse nach rechts oder links ausgeworfen wird. Als Abzug ist ein einstellbarer Direktabzug verbaut. Dieser kann ebenfalls ohne Probleme selbst eingestellt werden, und zwar in 3 Gewichtsstufen. 900 Gramm, 1100 Gramm und 1300 Gramm. Die Beretta hat ab Werk eine Picatinny-Schiene aus Alu und eine Laufwechselfunktion ist ebenfalls vorhanden. Wie schon gesagt, haben wir darauf ein Aimpoint Micro H2 montiert. Das H2 ist ein geschlossenes System und vollkommen parallaxefrei. Vorne und hinten sind 2 zusätzliche durchsichtige Flipcaps angebracht. Also bin ich auch hier für jede Wettersituation gerüstet. Der Punkt hat eine Größe von 2 MOA. Hier sind allerdings auch 4 oder 6 MOA möglich. Für die Bedienung ist an der Seite ein Drehrad angebracht, wo die Leuchtpunkthelligkeit in 12 Stufen individuell eingestellt werden kann. In dem Verstellrad ist ebenfalls das Batteriefach untergebracht, sodass ein notwendiger Batteriewechsel ganz leicht vonstatten geht. Allerdings werde ich diese nicht oft wechseln müssen, denn die Batterielaufzeit beträgt 50.000 Stunden. Wie gewohnt sind oben und an der Seite die Einstellräder zum Einschießen vorhanden. Von der Bauform her ist es für Langwaffen konzipiert, also perfekt für die Beretta BRX1. Für die Montage sind Gewindebohrungen angebracht, sodass ich für die von mir verwendete Waffe die Montage aussuchen kann. Sei es eine Schiene für halbautomatische Büchsen, eine Universalschnittstelle für Viva- oder Picatinny-Schiene und noch viele andere. Hier könnt ihr euch einfach bei uns beraten lassen, was am besten zu eurer Waffe passt.
Ohne Montage beträgt das Gewicht des H2 93 Gramm. So, jetzt wisst ihr, mit was wir heute arbeiten. Also kommen wir jetzt zu der Frage, wie ein Aimpoint richtig eingeschossen wird. Zuallererst haben wir uns auf der Homepage von Aimpoint die passende Zielscheibe für das Mikro H2 heruntergeladen. Diese sind frei verfügbar und haben den Vorteil, dass sie speziell für die Modelle von Aimpoint angefertigt wurden. Die Scheiben haben eine Rasterung mit Quadraten in einer Größe von 6,5 mm. Das Einschießen gestaltet sich so ganz einfach. Zuerst stelle ich meine Scheibe auf 25 Meter auf und mache einen Kontrollschuss, damit ich schon mal weiß, ob ich die Scheibe treffe. Wenn das passt, mache ich eine Schussgruppe mit 3, noch besser 5 Schuss. Je nachdem, wo die Schüsse dann liegen, nehme ich mir von der Schussgruppe den Mittelwert und zähle nun die Quadrate bis zu der Stelle, wo ich hin will. Nehmen wir einmal an, ich bin 4 Quadrate zu weit rechts und 4 Quadrate zu hoch. Jetzt stelle ich, wie bei einem Zielfernrohr, über die Höhen- und Seitenverstellung meinen Leuchtpunkt ein. Wie man auf der Einschussscheibe sehen kann, muss ich, um ein Quadrat auf 25 Meter zu verstellen, 2 Klicks machen. In unserem Fall wären das also 8 Klicks nach links und 8 Klicks nach unten. Jetzt mache ich eine weitere Schussgruppe, falls es noch nicht perfekt ist, noch einmal entsprechend verstellen, bis dahin, wo es passt. Und wenn es passt und ich es gerne auf 50 oder 100 Meter eingeschossen hätte, läuft das Ganze genauso. Scheibe aufstellen, Schussgruppe machen und danach die Feinjustierung. Sollte ich es auf 50 Meter einschießen, muss ich für ein Quadrat zu verstellen einen Klick machen. Bei 100 Meter sind es für 2 Quadrate ebenfalls ein Klick. Und da die praktische Seite immer viel mehr Spaß macht als die Theorie, zeigen wir euch das Ganze jetzt noch einmal in Live. Sehen konntet, ist das Einschießen eines Aimpoints sehr einfach. Dadurch, dass Aimpoint noch Einschussscheiben zur Verfügung stellt, mit den entsprechenden Klickangaben, bereitet das Ganze noch weniger Probleme. Dies würde ich mir ehrlich gesagt auch von anderen Herstellern wünschen, denn so bekomme ich ganz schnell ein perfektes Ergebnis hin und kann ganz beruhigt zur Jagd aufbrechen. Und gerade mit unserem Setup, der Beretta BLX1 und dem Aimpoint Mikro H2 wäre ich für jede Drückjagd perfekt gerüstet. Deshalb kommt ruhig bei uns im Geschäft vorbei, nehmt die Sachen in die Hand und probiert sie aus. Oder besucht uns einfach auf unserer Homepage www.livingactive.de. Auch hier könnt ihr online Fragen stellen und werdet immer
umfassend beraten. Ansonsten, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Fragen oder Anregungen einfach in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns immer über euren Feedback oder weitere Themen, die euch interessieren. Das war's von hier. Wir wünschen euch eine gute Zeit und für alle anstehenden Drückjagden viel Weidmannsheil. Tschüss und bis zum nächsten Mal.